Schrems. Das traditionelle Treffen der Waldviertler-Gewerkschafter vereinigte in diesem Jahr rund 3000 Kolleginnen und Kollegen in der alten Stadt Schrems. In einem imposanten Festzug formierten sich die Teilnehmerabordnungen der Gewerkschaftsjugend an der Spitze zum Marsch durch die Stadt. Der Vizepräsident des österreichischen Gewerkschaftsbundes, Abgeordneter Franz Ola, begrüßte die Teilnehmer dieses großen Treffens und erklärte, dass über das Zeichen der solidarischen Verbundenheit hinaus die Veranstaltung eine machtvolle Demonstration der organisierten Arbeiterschaft des Waldviertels darstellt. Linz. Im großen Festsaal der Stickstoffwerke veranstaltete die Landesexekutive des Österreichischen Gewerkschaftsbundes in Oberösterreich einen bunten Abend, zu dem die Knappenkapelle Donawitz und der steirische Mundart-Conferencier Tanzenböck erschienen waren, die das Publikum in beste Laune versetzten. Wien. Gewerkschaftstag der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter im Parkhotel Hietzing. Präsident Johann Böhm begrüßte im Namen des Präsidiums des Österreichischen Gewerkschaftsbundes die Ehrengäste und Delegierten. Minister außer Dienst, Präsident Karl Meißel, überbrachte die Grüße des Arbeiterkammertages. Arbeitsreiche Tage hatten die Delegierten zu bewältigen, die aus ganz Österreich zusammengekommen waren, um wichtige Beschlüsse im Interesse ihrer Kollegenschaft zu fassen. Zum Vorsitzenden der Gewerkschaft der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter wurde Kollege Fritz Hoffmann einstimmig gewählt. Nach seiner Wahl sprach Kollege Hoffmann über die Aufgaben, die die Gewerkschaft in der nächsten Zukunft zu bewältigen haben wird. Eine Woche später trafen sich in Wien mehr als 100 Delegierte aus 14 Ländern zum Kongress des Internationalen Textilarbeiterverbandes. Präsident Johann Böhm richtete herzliche Begrüßungsworte an die Delegierten. Bundesminister Anton Proksch hieß die Teilnehmer in Wien willkommen. Der Kongress stand unter dem Zeichen des Zusammenschlusses des Internationalen Textilarbeiterverbandes mit dem Bekleidungsarbeiterverband. Dieser Zusammenschluss, der bald erfolgen soll, wird ein Schritt weiter sein auf dem Wege zu gemeinsamer internationaler Gewerkschaftsarbeit. Vor Spitzenfunktionären des Österreichischen Gewerkschaftsbundes hielt der stellvertretende Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Dr. Paul Jolles, einen instruktiven Vortrag über die Aufgaben dieses internationalen Amtes. Ossiach. Strömender Regen konnte die gute Stimmung nicht beeinträchtigen, die Funktionäre und Zuschauer bei der Eröffnung der ersten Familienbungalows am Ossiacher See erfasste. Die Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter hatte diese zweckmäßigen Familienunterkünfte gebaut und sie dem Verband für Sozialtourismus zur Verwaltung übergeben. Möge die gute Laune während der Eröffnung jedoch bei besserem Wetter auf die Urlauber übergehen. Kap Wörth. Der österreichische Rundfunk besuchte die Jugendlichen im Jugenderholungsheim Kap Wörth. Sportreporter Ingenieur Edi Finger interviewte die Jugendlichen für eine Sendung über die Sozial- und Jugendarbeit des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. So ein Sportreporter ist natürlich eine willkommene Abwechslung für die jungen Urlauber und Ingenieur Edi Finger musste seinen Zuhörern zahlreiche Fragen beantworten.
Aber mit Fragen allein ist es nicht getan. Er soll vor den kritischen Augen der Jugendlichen auch beweisen, dass er nicht nur über Sport berichten kann, sondern selber ein Sportler ist. Man hat's nicht leicht mit Leuten, die es ganz genau wissen wollen. Hoffen wir, dass der Sportsmann Edi Finger den Reporter nicht blamiert hat. Sigmundsberg. Großer Tag im Jugenderholungsheim Sigmundsberg des österreichischen Gewerkschafts.